Fast alle von uns kennen das. Wenn der Wagen nicht mehr läuft, dann kommt er in die Werkstatt. Dort wird er flott gemacht, damit er schnell wieder auf der Straße ist. Aber was passiert eigentlich, wenn eine Barkasse der Hamburg Port Authority nicht mehr läuft? Genau das sehen Sie dieses Mal bei HafenTV. Diese Schiffe der Hamburg Port Authority sind eigentlich immer im Einsatz. Für fast alle Aufgaben, die im Hafen anfallen, sind sie ausgerüstet. Die Arbeits- und Schleppschiffe bilden das Rückgrat der HPA-Flotte. Kleinere Reparaturarbeiten oder mal ein Ölwechsel werden hier im Rugenberger Hafen erledigt. Im Dreieck zwischen der A7, der Rugenberger Schleuse und der Kölbrandbrücke liegt der Schutenpark Rugenbergen. Die Spül-, Bagger- und Transportschuten sind die Lastenträger der Hamburg Port Authority. Insgesamt 43 Schuten stehen zum Einsatz bereit. Zusammen mit den Schleppschiffen kommen sie von hier, wenn sie gebraucht werden, schnell an die unterschiedlichsten Orte im Hafen. In dieser Sendung zeigen wir Ihnen, wer hier am Schutenpark arbeitet und welche vielfältigen Aufgaben zu erledigen sind. Beginnen wollen wir aber an der Überseebrücke. Auf dem Ponton von der Betriebsinspektion für den Baggerei- und Schifffahrtsbetrieb treffen wir Stefan Albrecht. Er ist der Leiter der Betriebsinspektion. Über alle Arbeiten, die auf und unter Wasser geleistet werden, hält er sein wachsames Auge. Auf der 53 Jahre alten Barkasse Bagger Bars geht es stromabwärts Richtung Waltershofer Hafen. Hauptsächlich ist sie so mein Gefährt, um durch den Hafen zu kommen, zu den einzelnen Liegeplätzen der Fahrzeuge, beziehungsweise auf die Bagger, auf den Eimerkettenbagger Odin, den Greifbagger Pfaffner. Und wenn sie nicht mir sozusagen als Taxi oder Transportmittel dient, dann wird sie auch für verschiedene Schleppeinsätze von 80 Kubikmeter Transportschuten oder sowas eingesetzt. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters ist die Barkasse Bagger Bars noch voll im Schuss und vielfältig einsetzbar. Durch regelmäßige Wartung und Pflege, die bei der HPA sehr ernst genommen wird, bleibt die gesamte Flotte immer einsatzbereit und ist den vielen Herausforderungen stets gewachsen. Unsere Betriebsinspektion verfügt über 29 Fahrzeuge mit eigenem Antrieb, über 43 Schuten, Spül-, Bagger- und Transportschuten und 4 Großgeräte. Großgeräte sind der Eimerkettenbagger Odin, der Seilgreifbagger Pfaffner und unsere beiden Schutensauger in Finkenwerder, Sauger 5 und Sauger 3. Dazu gehört noch der Schutenpark Rugenbergen, zu dem wir jetzt hinfahren. Kurz vor unserem Ziel sehen wir den Eimerkettenbagger Odin bei der Arbeit. Schlick und Sedimente, die vom Wasser bewegt werden und sich auf dem Grund der Elbe ablagern, beseitigt er. Eine wichtige Aufgabe. Jetzt baggert der Bagger Odin im Abstand von ca. 16 Metern von der Kai eine Rinne, die macht er auf 18 Meter KN. Das nennen wir eine Bevorratungs- oder Schlickauffahrrinne. Das heißt, wenn die Schiffe nachher dort liegen und gerade die größeren Schiffe, wenn die ihre Schraube anschmeißen, Maschine anschmeißen, dann gibt es manchmal so kleine Haufen Schlick- oder Sandaufhöhungen. Und da haben wir ein Planiergerät, den Otto Stockhausen, oder Wasserinjektionsgeräte wie die Acke. Die ziehen das dann in diese Rinne rein und wenn diese Rinne, die wird regelmäßig gepeilt und wenn die voll ist, dann kommt ein Hopperbagger und saugt das wieder raus, weil es kann dann nur Schlick oder Sand sein. Abhängig vom Verkehr im Hafenbecken braucht der Bagger 2 bis 2,5 Stunden zum Befüllen dieser Schute. Über 400 Kubikmeter kann sie fassen. Diese ist fast voll und ein Schutenwechsel steht an. Das ist unser Schlepper Johannes Dahlmann, Schlepper und Eisbrecher. Der wird jetzt die Schute zum Bagger Odin bringen, der dreht nachher auf und dann bringt er die Schute an dem leere Schute an den Bagger Odin und nimmt nachher die volle mit und bringt die zum Verspülen an unseren Schutensauger. Jetzt ist es nicht mehr weit, bis wir den Schutenpark Rugenbergen erreichen. Kurz noch unter dem Waltershofer Damm und der Autobahnbrücke durch und vor uns liegt der Rugenberger Hafen. Schuten in verschiedenen Größen und für die unterschiedlichsten Aufgabenbereiche werden hier gewartet und für den nächsten Einsatz vorbereitet.
unsere 17, 80 Kubikmeter Transportschuten. Da sind die meisten entweder an der Stadtmeisterei Finkenwerder oder am Lübecker Ufer. Die werden benutzt zum Transport von Material, Affisteinen für Böschungsarbeiten. Dann ist unser Seilgreifbagger Pfaffner, der hat 3 Schuten. Dann hat die Stadtmeisterei die 250 Kubikmeter Schuten. Ja, die sind jetzt auch alle im Einsatz. Dann sehen Sie vorne am Steiger sind unsere beiden großen 600 Kubikmeter Klappschuten. Auf der Pontonanlage kommt Vorarbeiter Sven Pohlki dazu. Er ist für den Schutenpark verantwortlich und hier der erste Ansprechpartner für Stefan Albrecht. Zu den moderneren Lastenträgern zählen diese beiden 600 Kubikmeter fassenden Schuten. Sie sind vielfältig einsetzbar. Was ist jetzt hier das Besondere an dieser Schute und wirklich an diesem Bauch der Schute? An diesen beiden Schuten ist das Besondere, dass sie sowohl als Baggerschuten zum Verspülen geeignet sind. Also wir können hier Sand und Schlick baggern und können die am Schutensauger entleeren lassen. Aber es sind auch Klappschuten. Sie sehen zum Beispiel jetzt hier vorne ist ein großer Stempel und hinten ist ein großer Stempel. Das sind Hydraulikstempel. Die haben ein eigenes Aggregat, ein Hydraulikaggregat, sodass wir auch schweren Boden, den man jetzt nicht verspülen kann, nicht saugen kann, ich sag mal Kleiboden, Merkel, Urboden, ja, der zum Beispiel dann auch bei der Fahrrinnenanpassung anfallen kann, dass wir den verklappen können. Das heißt, diese Schute kann in der Mitte den Bauch aufmachen, sodass das Material auf den Gewässer, auf die Gewässersohle absinkt. Ein besonderes, traditionelles Handwerk ist die Herstellung von Tauwerken. Ohne diese Verbindungen würde kein Schiff in den Hafen geschleppt oder am Kai festmachen können. Ein Tau besteht aus einer Faser. Die Faser sind die ganz dünnen einzelnen Bänder. Die werden wiederum zusammengedreht zu einer Litze. Und viele Litzen zusammen ergeben eine Kardele. Und alle Kardele zusammen wiederum ergeben das Tauwerk. Neben den Hafenschiffern und Decksmatrosen, die dieses Handwerk beherrschen müssen, lernen die Auszubildenden der HPA die verschiedenen Techniken zur Herstellung eines Taus. Ich kann es nur immer wieder sagen, das macht überhaupt keinen Unterschied, ob Frau oder Mann. Man wird hier total gleich behandelt und man muss die gleichen Aufgaben machen. Und ja, es ist ein Traumjob einfach. Die Königsdisziplin ist das Spleißen eines Stahldrahtes. Ich hebe ihn einmal hoch. Da muss man viel Erfahrung und viel Wissen mitbringen, um ihn gut zu spleißen, damit er auch vernünftig anliegt. Geht auch nicht nur um Spleiß, es geht auch um die Taglerei. Das ist ein Tagling, damit der Draht sich, wenn man ihn aufgedreht hat, nicht weiter aufdreht. Und diese Technik, diesen sechskardeligen Draht zu stecken, dass er dann letztendlich auch hält, ohne dass er unter Zug aufgeht, das bringen wir hier als letzte Firma im Hamburger Hafen den Hamburger Lehrling eigentlich bei, den Hamburger Hafenschifferlehrling. Also wir haben hier auch Lehrlinge von Fremdfirmen, sei es von Haddock oder Festmacher oder ähnliches, andere Firmen, die kommen speziell zu uns her, eigentlich so im Schnitt eine Woche, 2 Wochen, um speziell diesen Drahtspleiß zu erlernen. Weiter geht's zum nächsten Aufgabenfeld. Doch bevor wir sehen, warum diese Schute so viel Unrat beladen hat, kommen wir zu einer ganz wichtigen Überprüfung. Einmal im Jahr müssen die Rettungswesten der HPA-Mitarbeiter auf volle Funktionsfähigkeit getestet werden. Genau das passiert hier. Wir gucken uns zuerst die Weste an, ob sie von der Außenhülle her beschädigt ist. Die ist okay. Dann öffnen wir die Weste. Entschuldigung, wäre da dann ein Riss drin? Oder genau, da, die wäre dann angerissen, beschädigt. Also auf jeden Fall, sobald ein Loch drin ist, würde sie dann schon, selbst vom Außenmaterial her, aus dem Verkehr gezogen werden. Mit viel Sorgfalt, einem guten Auge und nach einem bestimmten Verfahren werden hier insgesamt 335 Westen genauestens unter die Lupe genommen. 16 Stunden werden diese Westen mit 100 Millibar Luftdruck aufgepumpt liegen gelassen. Ich gehe hier einmal ganz kurz an den Tisch und teste, ob die Weste auch noch 100 Millibar hat. Da oben ist zu sehen, 100 Millibar haben wir noch. Das ist vollkommen okay. Was wäre denn passiert, wenn die Weste nicht in Ordnung gewesen wäre? Wäre sie nicht in Ordnung gewesen, also hätte sie jetzt weniger als 80 Millibar, dann hätte ich geguckt, woran es liegen könnte.
Hätte ich nichts gefunden, hätte ich sie nochmal aufgepustet. Vielleicht hakt man Ventil oder ähnliches, kann immer mal vorkommen. Hätte ich sie nochmal aufgepustet, hätte sie nochmal 16 Stunden liegen lassen. Und hätte sie dann wieder unter 80 Millibar, hätten wir sie aussortiert. Dann hat sie keine Gültigkeit mehr. Es ist die erste persönliche Lebensversicherung, die ich hier habe und die ich auch nutzen muss. Weil, ja, wenn ich ins Wasser falle, die hilft mir als erstes. Alles andere kommt später. Aber das ist mein Lebensretter direkt vor Ort. Nach dem Rettungswestentest geht es wieder raus auf die Anlage. Jetzt kommen wir zu der Schute, die unter anderem mit Baumstämmen und vielen anderen Gegenständen beladen ist. Das ist unsere Unratschute. Dieser Unrat, der fällt an bei ganz normalen Baggerungen im Hafengebiet. Dann werden unsere Schuten ja zum Sauger gebracht. Dort werden sie leergespült und der Sauger spült dann den Unrat, Steine, alte Holzpfähle, Autoreifen nach hinten. Und je nachdem, wenn es dann zu viel wird, dann gehen diese Schuten dann, die im Einsatz sind, zur Stackmeisterei Finkenwerder und dort werden sie mit einem Kran hier reingeladen. Das ist also wirklich für uns als Zuschauer auch wie Mülltrennung zu Hause. Das ist richtig, das kann man so sehen, weil es sind ja alles verschiedene Abfälle. Da ist Gummi dabei, Metall, die Sie sehen hier die Drähte oder dort diese alte Schubkarre, alte Einkaufswagen, alte Fahrräder, Schrott halt, der gesondert entsorgt wird. Dann geht es um Gummireifen, dann kommt Plastik dazu, da sind zum Teil alte Kühlschränke, dann sehen Sie da Matratzen. Das ist so eine Sparte für sich, die ganze Plastikgeschichte und dann natürlich auch Bauschutt, Mauerbrocken oder wie Sie sehen hier Holz, Baumstämme oder sowas. Das wird alles getrennt. Diese wichtige Außenstelle der HPA im Herzen des Hafens ist, wie schon erwähnt, ein strategisch gut ausgewählter Ort. Betriebsinspekteur Stefan Albrecht fasst noch einmal die unterschiedlichen Aufgabenbereiche dieser Anlage zusammen. Der Schutenpark Rugenbergen ist in erster Linie, sagt schon der Name, der Schutenpark, wenn die Schuten nicht im Einsatz sind, dass sie hier ihre Lagerstätte haben. Aber nicht nur das. Der Schutenpark Rugenbergen ist auch so die Feuerwehrfunktion. Wir haben hier eine Schute, die speziell ausgerüstet ist mit Ölsperren. Wenn wir in Hafengebieten baggern, wo ölhaltiges Material vorkommt, dann ist hier eine kleine Metall- und eine kleine Holzwerkstatt. Hier werden Reparaturarbeiten an den Schuten, an den Barkassen vorgenommen, kleinere Reparaturarbeiten. Für größere Reparaturarbeiten müssen die Fahrzeuge dann in die Werft. Aber das ist so unsere Anlaufstation, wenn mal irgendwo schnell was geschweißt werden muss, was verbogen ist oder Holzarbeiten in der Pflicht von den Barkassen erneuert werden muss. Dann wird das hier im Schutenpark gemacht, genauso wie wir unseren Ölwechsel hier machen. Bevor wir zum Ende dieser Sendung kommen, ist es gerade in diesen kalten Tagen wichtig, noch ein weiteres Aufgabengebiet der Schlepp- und Arbeitsschiffe zu erwähnen. Bei anhaltenden Minusgraden sind einige Wasserfahrzeuge der HPA für den Eisbrecherdienst abgestellt. In den vergangenen Jahren waren sie im Winter häufiger auf der Elbe zu sehen. Die Eisbrecher brechen das Eis im Hafengebiet in kleine Stücke, um es in Bewegung zu halten. Nur dann kann das Eis abgetrieben, Eisstau verhindert und der Hochwasserschutz gewährleistet werden.